Wasserkrocker hat ein neues Video rausgehauen. Ein Appell an uns, die Linken. Naja, in dem Video ruft er, wie der Titel schon vermuten lässt, zur Einigkeit der Linken auf. Und warum das, ja, warum dieser Appell etwas fehlgeht und ich da einige Sachen anders sehe, das möchte ich euch in dieser Reaktion kurz erklären. Ich grüße euch. Ich bin der Quasselkoker, kurz Quassel. Normalerweise mache ich keine geskripteten Videos, verzeiht mir etwaige Schönheitsfehler an der Stelle bitte. Dieser Appell geht an alle linken Content-Kreatoren, an alle Zuschauer, die sich als links verstehen, an alle Menschen, denen die Zukunft unseres Landes und unserer Welt am Herzen liegt. Ich wende mich in dieser Zeit vieler Krisen an euch. Unser Land erfährt... Ja, okay. Also hier schon, welchem Linken, also wem der sich selbst als links versteht, liegt denn die Zukunft unseres Landes am Herzen? Also diese ganzen... Ich sag's mal so, linksradikalen, antideutschen Streamer, die rufen ja alle Deutschland verrecke. Also beispielsweise Neitan, der hat exakt das geschrieben, Deutschland verrecke. Also dem liegt die Zukunft unseres Landes nicht am Herzen, er möchte, dass unser Land verreckt. Er hat Probleme historischen Ausmaßes. Egal in welchem Bereich man schaut, er steht lichterloh in Flammen. Die Löhne, die Mietpreise, das Gesundheitssystem, der ÖPNV und so vieles, vieles mehr. Ein historischer Ruck nach rechts ist die aktuelle Antwort der Bevölkerung. Leider muss man sagen an der Stelle, ne? Dass rechte Parteien dieser nicht helfen werden, das sind wir uns, glaube ich, einig. Und Einigkeit ist das Stichwort an der Stelle. Das ist der Grund, warum ich das Video hier mache. Teile und herrsche, ne? Die Video und Impera ist das stärkste Machtinstrument, das die, die über uns Macht ausüben, in ihrem Sortiment haben. Und sie haben es erfolgreich angewandt. Ja, wir haben exakt dafür, für diese Aussage quasi, würdest du von bestimmter Hälfte der Leute, an die du, mehr als die Hälfte bestimmt, der Leute, an die du diesen Appell gerichtet hast, als Verschwörungstheoretiker, wenn nicht Schlimmeres, beschimpft werden. Einfach nur dieser Verweis auf das Prinzip Divide et Impera, auf den reagieren viele Leute sehr allergisch. Die sagen dann, du sagst ja, dass es da mächtige Leute gibt, die nicht im Sinne der Bevölkerung handeln. Das ist eine rechtsradikale, antisemitische Verschwörungstheorie. Also genauso ticken die Leute, an die du diesen Appell da gerade gerichtet hast, zu einem nicht unrelevanten Teil. Wir haben es zugelassen, wir als Linke, dass wir uns in unseren Communities darauf konzentriert haben, was die Unterschiede zwischen uns sind. Die Unterschiede. Nicht die Gemeinsamkeiten, weißt du? Was uns voneinander unterscheidet halt. Das sollten wir nicht zulassen, meiner Meinung nach. Wenn wir wirklich politisch etwas bewegen wollen. Und vor allem an die Influencer gerichtet, ne, wenn wir nicht nur zu unserem eigenen Vorteil agieren wollen, sondern das tun, was wir vorgeben zu tun, nämlich den Menschen linke Politik und Werte näher zu bringen oder das zu wollen, dann müssen wir aufhören, diesem Machtinstrument seine Kraft zu geben. Es ist an der Zeit, die Grabenkämpfe sein zu lassen und aufzuhören, einander als Gegner zu betrachten. Es ist an der Zeit, das Gegenüber als Mitkämpfer zu sehen, der mit einem das meiste eh gemein hat, ne? Wir haben so viele Scheißgemeinsamkeiten, Alter. Ich habe mit einem Seth Van Doom nichts Relevantes gemein. Nein, das ist kein Mitkämpfer. Auch mit einem Dekadent und auch mit einem Dara, auch mit einem Neitan nicht. Also selbst wenn sie vielleicht selbst wenn Neitan jetzt eine vernünftige Position zum Nahostkonflikt hat, habe ich mit denen sonst nichts gemein. Klar gibt es unterschiedliche Meinungen zwischen uns. Klar gibt es unterschiedliche Fokuspunkte. Zum Beispiel auf Tierrechte, LGBTQ-Rechte, Nahostkonflikt, Arbeiterrechte, sozialer Wohnungsbau, wirtschaftliche Fragen wie Mindestlohn und so weiter und so fort. Es gibt wirklich eine Menge. LGBTQ-Rechte heißt, für die meisten Leute, die sich dafür einsetzen und die das auch mit dieser Rhetorik LGBTQ-Rechte formulieren, es wäre erstmal zu, also jetzt wenn du einfach neutral an diesen Begriff rangehst, wäre erstmal zu fragen, LGBTQ-Rechte. Wo sind LGBTQ-Menschen denn gegenüber normalen Menschen benachteiligt in unserer Gesellschaft? Wo sind sie nicht gleichberechtigt? Wo haben sie weniger Rechte als andere Menschen? Inwiefern hat ein Schwuler weniger Rechte als ein Heterosexueller? Zählt mir eine Situation auf, wo er ein Recht nicht hat, was ein Heterosexueller im Gegensatz zu ihm hat. Also zählt mir ein Recht auf. Wäre ich sehr gespannt drauf. Aber nein, darum geht es nicht. Es geht hier nicht um Rechte. Es geht darum, sich bestimmte Opfergruppen herauszupicken, diese Opfergruppen in ja quasi religiöser Manier zu neuen Götzen zu erheben, die man anbeten soll. Und wenn man bestimmte Glaubensbekenntnisse in Bezug auf diese Opfergruppen nicht teilt, beispielsweise es gibt unendlich viele Geschlechter, Geschlecht ist ein Spektrum, wenn er beispielsweise böse, transfeindliche Aussage tätigt, es gibt nur zwei Geschlechter, dann wird einem dann unterstellt,
Man wolle alle Transmenschen ausrotten, da man ihnen die Existenz abspreche. Genau so gehen dann solche Leute, die sich für LGBT-Rechte einsetzen, vor. Genau das ist es, worum es geht. Es geht um die Einengung und Zerstörung des Diskurses durch eine neue, ja, Woke-Religion, könnte man sagen. Also es schwingt überall so ein quasi religiöser Eifer mit, der jedes demokratische Miteinander oder geschweige denn politische Lagerbildung, da sind wir noch gar nicht angekommen. Es geht erstmal darum, dass man vernünftig miteinander spricht, ohne sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. So, alleine dieses überhaupt miteinander sprechen, alleine das wird durch dieses religiöse Aufladen von eigentlich relativ irrelevanten Themen vollkommen verhindert. Menge, 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 Menge Thematiken. Aber gerade das macht uns doch so mächtig. Wir sind divers aufgestellt mit diversen Meinungen und Spezialgebieten. Daher lasst uns diese Bitte doch endlich mal vereinen. Mein Vorschlag an die linke Szene in Deutschland wäre: Unterstützt euch, wo ihr einer Meinung seid. Greift euch nicht an, wenn ihr es nicht seid. Ich finde es geil. Einer schreibt gerade im Chat, ich erinnere mich da an ein sehr unterhaltsam endendes Gespräch mit Neidern. Ja, ich hatte den guten Neidern tatsächlich schon zu Gast auf meinem Kanal. Das Gespräch ist auch immer noch online. Ihr könnt euch das gerne ansehen. Der Ton, den habe ich leider etwas, der ist leider nicht so gut geworden. Aber das Gespräch ist immer noch online. Da seht ihr par excellence, warum man mit solchen Leuten nicht mal vernünftig debattieren kann. Also wie gesagt, ich rede hier wirklich davon, mit einem politischen Gegner zu debattieren. Ich rede noch nicht davon, mit diesem irgendwie zusammenzuarbeiten, sondern ich rede nur darum, davon eine Debatte zu führen. Also einfachster demokratischer Diskurs, das ist mit diesen Leuten nicht mehr möglich. Wie sollst du mit Leuten, die dir am liebsten... Also die am liebsten deinen Kanal löschen würden, wie sollst du mit denen dann zusammenarbeiten? Du kannst mit Leuten, die dich als Feinde betrachten, nicht zusammenarbeiten. Du kannst sie ignorieren oder du kannst sie bekämpfen, aber du kannst nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Das geht nicht. Beschränkt gegenseitige Kritik zuerst auf das Private. Falls man öffentlich diskutieren will, diskutiert sachlich. Ja, das habe ich versucht. Das hat nicht so gut geendet. Ich weiß nicht, ob ihr die Nummer mit Proletopia mitbekommen habt. Ich will das jetzt nicht alles nochmal ausräumen. Ich und Erwin haben uns ausgesprochen. Ich habe versucht, das aufs Private zu beschränken. Und Erwin hat das dann alles in die Öffentlichkeit gezerrt und mir noch vorgeworfen, dass ich Dinge heimlich klären wollte. Nee, ich wollte sie einfach nur privat klären, weil das wirklich keine relevanten Differenzen waren. Aber gut. Genau das habe ich in der Vergangenheit versucht zu machen. Wurde ich übrigens von unserem guten Quassel hier auch, bin ich da gar nicht böse, ich will das gar nicht nochmal aufmachen, wurde ich dafür angegriffen. Also dafür, dass ich da Beef mit Erwin hatte. Ich unfreundlich. Bleibt's freundlich miteinander. Bitte. Schwierig. Links sein heißt solidarisch sein. Lasst uns miteinander solidarisch sein. Wir sind unsere stärkste Lobby. Wir haben keine Lobby außer uns selbst. Es heißt jetzt, alte Streitigkeiten beiseite zu legen. Wir haben keine Zeit mehr, die wir mit persönlichen Streitereien um Kleinigkeiten bei einzelnen Positionen vergeuden können. Die Zeit drängt. Ich spreche hier jeden an, der sich angesprochen fühlt. Jeden Einzelnen. Weiter möchte ich aber deduziert noch eine Menge Influencer und ihre Communities ansprechen. Das soll keine Anklage sein. Nochmal, das ist keine Anklage. Es ist nur eine Adressierung, ein Appell. Stay. Dekadent. Dara. Stay verwendet offen Rhetorik, die gar nicht geht, die nichts mit demokratischem Diskurs zu tun hat. Ich zitiere mal Stay. Jeder AfD-Wähler ist ein rechtsextremer Faschist. Wer so redet, mit dem habe ich nichts gemein. Also sorry, das ist Bürgerkriegsrhetorik. Damit habe ich absolut nichts gemein. Genauso in Dara. Wer woke sagt, der meint wir müssen die Woken aufhalten, der meint eigentlich die Juden. Also jeder, der Woken ist kritisiert, der ist gleich ein Antisemit. Mit solchen Leuten habe ich nichts gemein. Gar nichts. Also Dara ist der Meinung, dass Rechte in Angst und Schrecken leben sollen. Also mit wirklich, wie gesagt, das ist Bürgerkriegsrhetorik. Das sind nicht unsere Verbündeten. Das sind unsere Gegner. Neitan, Gongong, Imp, Jay Riddle, Lexi, Brotfunk, Proletopia, Seller, Gregor, Barber, Marquis, Kiluminati, Kircho und Jungfeldsalat. Und sonstige Influencer, die ich jetzt noch vergessen habe, ne? Weil ich habe auch ein kleines Gehirn. War Jungfeldsalat, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, war das nicht der, der in einer Reaktion auf mich die Zensur von Russia Today verteidigt hat? Und der da Antispiegel ganz mies angegriffen hat? War das nicht der? Also Antispiegel, guter Blog, schaut euch den gerne an, haben auch einen großen YouTube-Kanal. Da hatte ich auch schon Dominik Reichert von Antispiegel TV hier zu Gast. Aber
Ich würde sagen, an dem Dominik Reichert und Thomas Röper, an den stehe ich politisch viel, viel näher dran, als an, obwohl ich Thomas Röper noch nie öffentlich gesprochen hatte. Also das ist ja aber auch egal. An den stehe ich viel näher dran als an einem Jung Feldsalat. Viel, viel näher. Manchmal, ne? Und mir fällt nicht immer alles ein. Und jeder, der sich sonst noch als linker Content Creator angesprochen fühlt, macht nicht mit bei Teile und Herrsche. Lasst uns gegenseitig unterstützen, zuhören, nach vorne bringen, denn nur so kann man politisch etwas bewegen. Ich mag zwar nicht die Reichweite haben, ich mag nicht die Erfahrung haben, wie ihr sicherlich merkt, das ist mein erstes geskriptetes Video, lul. Was ich allerdings habe, ist der felsenfeste Glauben daran, dass man zusammen etwas bewirken kann. Wir sind so viele. Das Einzige, was uns davon abhält, an diesem Land irgendwas zu drehen, ist die Spaltung, die wir als Linke zugelassen haben, die man uns auferlegt hat. Lasst uns Brücken bauen. Hallo, ich bin der Unsozi und ich bin. Ja, Brücken zu wem ist die Frage? Also mit Leuten, die mich am liebsten zensieren wollen, denen arbeite ich logischerweise nicht zusammen. Also ich gebe doch jemandem nicht ein Messer in die Hand, damit er mich danach damit absticht. Also das ist das denkbar Dümmste, was man machen kann. Ja, Ondara, Naitan, Dekadent, die machen nichts anderes, als die ganze Zeit gegen das BSW zu hetzen. Also alleine das schließt sich schon für jede Zusammenarbeit aus. Also die einzige Partei, die sich Deutschland relevant für linke Politik einsetzt, wer die ganze Zeit gegen diese Partei schießt und dann seinen Zuschauern erzählt, was für ein toller Linker der ist, das ist mir egal, dass er den Zuschauern erzählt, er wäre ein toller Linker. Solange, wenn du gegen das BSW hetzt, bist du raus. Ich meine jetzt nicht konstruktive Kritik gegen das BSW, also konstruktive Kritik kann man ja äußern. Aber da muss man sie in einem Sinne äußern, der Partei nicht schadet. Also man muss dann sagen, ja, ich finde die Ziele und Inhalte des BSW ist gut, aber es sollte sich noch entschiedener gegen Waffenlieferungen nach Russland aussprechen oder noch entschiedener gegen den Völkermord in Gaza einsetzen. Das wäre eine gute Kritik am BSW. Aber zu sagen, ja, das BSW, das sind die vertreten russische Interessen oder das ist eine autokratische Partei oder das sind Rechtspopulisten. Also das ist ja auch das Dümmste, weil die für eine bessere Zuwanderungspolitik sind. Ja, dann bist du raus. Also, wenn du gegen das BSW hetzt, bist du raus. Solche Leute sind Gegner, die sowas machen. Wie gesagt, es geht hier nicht um vernünftige Kritik. Es geht hier wirklich um Leute, die wirklich üble Lügen über das BSW verbreiten, wie Dara oder Naitan. Ich habe die beiden übrigens auch zu einer Debatte herausgefordert. Dara hat das Ganze ignoriert. Kann man sagen, vielleicht hat er das nicht gesehen. Naitan hat das Ganze gesehen und mich beleidigt. Also, sie haben auch keine Lust, ihre Position zu, ja. Ihre Position einer Debatte zu unterstellen. Diese Leute sind politische Gegner und sie sind nicht mal bereit, über ihre Position zu reden. So sehr hassen sie uns. Schreibt Quasi da stimme ich dir zu, der Diskurs muss mehr auf Augenhöhe und nicht von oben herab passieren. Alle mal ein wenig lockerer werden. Ja, ich bin total locker. Ich rede ja mit jedem. Ich kann eins sagen. Die Leute, die sich selbst als links bezeichnen, wie ein Dekadent, wie ein Dara, wie ein Naitan, mit denen kann man viel, viel schlechter reden. Mit denen kann man viel, viel schlechter Diskurs auf Augenhöhe führen als denjenigen, die sich selbst als rechts definieren. Keine Ahnung. Und Schatti, mit dem kann man vernünftig reden. Maximilian Pütz, mit dem kann man total vernünftig reden. Der ist total tolerant, total offen. Mit denen kann man reden. Mit den Linken, also denen, die sich selbst als links definieren, kann man größtenteils überhaupt nicht reden. Also das sind vollkommene Fanatiker größtenteils. Fanatiker, die uns hassen. Also nicht mal Fanatiker, die uns wohlgesonnen sind. Also wenn du jetzt sagst, ja, das sind ja trotzdem Linke, also die gehören ja zum gleichen Team, die gehören nicht zum gleichen Team, diese Leute hassen uns. So. Weil es mir im Video erstmal um die Spaltung der Linken geht. Ich merke, dass es dir um die Spaltung der Linken geht, aber diese Spaltung, die lässt sich halt nicht verhindern, da du halt Leute hast, die sich für Dinge einsetzen, die komplett dem zuwiderlaufen, was wir beide wahrscheinlich als links betrachten. Also gegen Krieg zu sein, ist wahrscheinlich links. Also ein Antideutscher, der würde dich für deine Position zu Israel als Antisemiten beschimpfen. Ein Lara würde dich wahrscheinlich als Putin-Versteher und Verschwörungstheoretiker beschimpfen. Also, woher weiß ich das? Genau, das hat er mit mir gemacht. Ja, das ist nicht überraschend. Aber hören wir uns nochmal an, was Unsozi zu sagen hat. Betreibe den Kanal Unsoziale Marktwirtschaft. Ich möchte mich hiermit dem Aufruf von Quasselquocker anschließen und bitte euch, es gleich zu tun. Wir stehen an einem Scheideweg in der Politik. Wir stehen auch an einem Scheideweg im Internet.
Rechtsradikale haben sich nach und nach Räume erobert. Sie verbreiten dort ihre Lügen, ihren Hass, ihre Hetze. Sie haben es geschafft, Meint er jetzt mit Rechtsradikale die ganzen Leute, die Waffenlieferung nach Israel befürworten und die offensichtlich rechtsradikale Regierung dort unterstützen? Dann würde ich sagen, ja, ja, die Leute sind ein großes Problem. Meint er mit Rechtsradikale jetzt wirklich offene NS-Unterstützer? Keine Ahnung, Ursula Haverbeck, die alle paar Jahre mal wieder freikommt, um dann gleich wieder ins Gefängnis gesperrt zu werden, weil sie wieder den Holocaust geleugnet hat, dann nein. Also diese Leute sind komplett marginalisiert und wenn die Social-Media-Profile eröffnen, dann werden die sofort nach Eröffnung wieder gesperrt. Also nein, nein. Also bezogen auf die stimmt es nicht. Also wäre jetzt mal interessant zu wissen, wen Unsozi hier genau meint. Radikale und rassistische Positionen sagbar zu machen und in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Wir laufen auf eine sehr rechte CDU- und AfD-Regierung zu. Ich glaube, die Diagnose ist falsch. Also meiner Ansicht nach falsch. Ich würde sofort dagegen wetten. Also ich kann auch gerne um 10 Euro wetten, wenn du willst. Ich würde sagen, wir laufen auf eine CDU-SPD-Grüne Regierung zu. Oder nur CDU und SPD. Also auf jeden Fall unter eine CDU-geführte Bundesregierung unter einem Kanzler Friedrich Merz. Das ist es, worauf wir 2025 wahrscheinlich zulaufen. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass die AfD und die CDU zusammenfinden, vor allem wegen der Differenzen in der Außenpolitik. Jetzt Zeit, sich zu entscheiden. Bin ich ausschließlich Influencer und konzentriere mich auf meine Reichweite und meine Community? Oder bin ich linker politischer Influencer und will linke Politik wieder attraktiv machen? Möchte ich linke Politik nicht nur in der Theorie, sondern diese auch real sehen? Und ich rufe jeden dazu auf, der bei dieser Frage ja sagt, sich auf die gemeinsamen linken Werte zu konzentrieren. Ja, hört auf, gegen das BSW zu hetzen. Also all die Leute, die sich selbst als links bezeichnen und gerade Content gegen das BSW machen, das als rechts beschimpfen, sagen, dass Ausländer, das wäre ausländerfeindlich, weil es eine striktere Migrationspolitik will, oder es wäre russlandfreundlich, weil es endlich wieder billiges Gas aus Russland importieren will. Ja, hört auf, gegen das BSW zu hetzen. Vorher spielt ihr im anderen Team. Links sein bedeutet Solidarität und Kooperation. Lasst uns zusammenarbeiten und nicht weiter auf die Unterschiede fokussieren. Treten wir alle einen kleinen Schritt zurück und machen dafür als Gruppe einen Sprung nach vorne. Ja, als Gruppe. Also wie gesagt, die meisten Leute, die sich selbst als links bezeichnen, sei es ein Stay, ein Dekadent, ein Seth Van Doom, nicht mein Team. Und sie sagen auch völlig offen, dass sie uns am liebsten abschalten würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Das sagen sie ganz, ganz offen. Also schaut euch die Äußerungen von einem Dekadent an. Soll ich das nochmal einspielen, wo er davon spricht, Menschen in Löcher zu treiben, wo er auf ein Interview mit einem AfDler reagiert und den die ganze Zeit als Nazi beschimpft oder wo er auf Sarah Wagenknecht reagiert und ihr Faschismus vorwirft? Also jemand, der einer Sarah Wagenknecht Faschismus vorwirft, der kann jedem von uns, auch dir quasi, ich weiß nicht, ob du noch da bist, der kann auch mir sofort Faschismus vorwerfen. Also das ist vollkommen beliebig, dieser Vorwurf. Der wird als strategische Waffe eingesetzt, bist noch da, ja. Also du wärst laut Dekadent eventuell auch ein Faschist. Weiß nicht, wie viel er von dir gesehen hat, ob er überhaupt was von dir gesehen hat, aber Sarah Wagenknecht hat er Faschismus vorgeworfen. Dir muss klar sein, wenn man das ihr vorwirft, und sie drückt sich schon immer sehr gewählt und vorsichtig aus, also sie ist ja auch schon jetzt jahrzehntelang Politikerin, wenn man das ihr vorwerfen kann, dann kann man das jedem von uns vorwerfen. Absolut jedem. Aber da kannst du ja nicht gegenarbeiten, indem du dann selbst diese Feindbildstrategie übernimmst. Mache ich ja gar nicht. Welche Feindbildstrategie übernehme ich? Also ich beschreibe ja nur die realen Verhältnisse. Also wenn jemand einen als Faschisten bezeichnet, dann ist der einem wahrscheinlich nicht wohlgesonnen. Oder ist das eine falsche Analyse? Würdest du sagen, das ist ein Ausdruck des guten Willens, jemand anderen erstmal als Faschisten, Antisemiten, Verschwörungstheoretiker, Rechtsradikalen, was auch immer zu bezeichnen, bevor man dann mit ihm weiter vorgeht und dann schreiend das Gespräch abzubrechen, wenn man denn mal in ein Gespräch geht, ansonsten den anderen gleich zu beleidigen und das Gespräch sowieso zu verweigern, was diese Walkbubble ja standardmäßig macht. Meinst du, das sind alles Zeichen des guten Willens und eine Kooperationsbereitschaft? Ich würde dem da leicht widersprechen. Nein, auf keinen Fall. Aber du sagst ja selbst, dass sie unsere politischen Feinde, ja, Feinde, das Wort habe ich nicht verwendet. Ich habe extra das Wort Gegner verwendet. Da müsste ich drauf geachtet haben in diesem Video. Es wird ja jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, deswegen habe ich von Gegnern gesprochen, nicht von Feinden. So. Ja, sie sind in einem anderen Lager.
Also wenn Sie uns als Ausländerfeinde, als Faschisten, als Rechtsradikale bezeichnen, Überraschung, was sind Sie dann? Uns wohl nicht sonderlich wohlgesonnen. Wenn dich wer als Rechtsradikal beschimpft, dann ist er dir wahrscheinlich nicht wohlgesonnen, dann will er dich sozial vernichten. Was ist sonst das Ziel dessen, einem anderen dieses Label aufzudrücken?